Okay, ich muss hier wieder raus. Was der Mann zweimal hinter uns gemacht hat in Finsternis, ne? Gott, die greifen mich an, ey. Na du? Ich möchte nicht mit dir zusammen sein, danke. Okay, wo geht's jetzt lang? Hoch oder runter? Hoch. Okay, jetzt dürfen wir hoch. Herauflockender Mann. Okay. According to the stories, after the landslide, the owner of the inn moved to the third floor. They say he burned himself to death there, or that he threw himself into the lake. A common enough story. Tell me about it. Since then, du hast Weihwasser einmal gefunden, okay? You'll see someone looking back down. Gucken wir uns hier mal um. Wie, es tut mir leid. Warum sagt die, es tut mir leid, oder der? Filmtyp 14, 24 Mal, sehr gut. Wichtig. Das gleiche nochmal. Warum kriegen wir jetzt auf einmal so viele Filme? Meine Taschenlampe kommt nicht durch das dicke Glas. Vielleicht hat der Erdrutsch alles bis hoch zu dieser Etage begraben. Könnte möglich sein.
Okay, da muss ich wieder hin. Es zeigt den geöffneten Schacht. Okay. Der zeigt dir bestimmt, wo der Schlüssel ist. Machen wir Platz hier. Kräutermedizin. Eine Notiz, ein Zettel. Die dreckige Notiz Nummer 2. Es scheint den Gastwirt zu gehört zu haben. Genau wie das, was ich im alten Gebäude gefunden habe. Bereits vor dem Erdrutsch gab es einige ungewöhnliche Ereignisse in der Gegend. Vor ein paar Jahren sind 2 Mädchen während eines Schulausflugs verschwunden. Die Polizei wusste auch nicht weiter. Einige Tage später tauchte eines der Mädchen wieder auf. Jedoch hatte sie wohl ihren Verstand verloren. Es gab mehrere Theorien. Die meisten Leute glaubten jedoch, dass sie einfach wie von Geistern verschwunden seien. Das Mädchen kam wie eine Pilgerin jedes Jahr wieder, um nach ihrer Freundin zu suchen. Unzählige Menschen sind hier über die Jahre hinweg verschwunden. Wir haben uns alle bereits daran gewöhnt. Krass. Auch mein Vater ist wie von Geistern verschwunden und so auch der Volkskundler Keiji Watari. Ich wette, dass der Berg es als nächstes auf mich abgesehen hat. Ich werde wie alle Opfer vor mir schon einfach verschwinden. Ich bezweifle, dass irgendjemand nach mir suchen wird. Der war ganz schön allein, er war ganz schön fertig gewesen, wo der Mann war. Echt krass. So, da komme ich jetzt nicht rüber, ich muss da rum. So, ich muss jetzt zum Schacht. Dort muss ich mir meinen Schlüssel holen. Und dann muss ich wieder die Tür aufschließen. Der Schacht nicht hier, genau. Ich kann die Tür zum Schacht nicht öffnen. Etwas Mächtiges hält sie verschlossen. Die Kamera registriert etwas. Einführung Synchroschuss. Schieße Fotos, die Seelenfotos aus der Kamera Obscura gleichen, um Siegel aufzubrechen, die dir den Weg versperren. Mach ein Foto wie das, was du schon hast. Aber war doch nicht hier, oder? Okay, verstehe ich jetzt. Mach ein Synchroschuss, mach ein... Ah, okay. Kapiert. Du hast einen Schlüssel mit gelbem Anhänger gefunden. Jetzt komme ich da oben auch rein. Klar.
Ich wusste es! Nein! Hallo, weiß man mit wegrennen jetzt erstmal und dann mal von hier machen? Sei die meine Assistentin. Wenn man die mal braucht, ist die nieder. Da greift er mich von unten an, der Drecksack. Fetten Drecksack, Alter. Er greift mich von unten an. Hammertyp, Alter. Hammertyp. Wo ist sie hingerannt? Die ist weggerannt, ne? Ich hab's doch gerade gesehen. Ja. Oh, da war was. Die bringt sie bestimmt jetzt auch glauben. Hundertprozentig. Alter! So ein Schaden? Alter, sie ist auf einmal wieder hinter mir. Was ist denn los mit der? Ey, unfassbar. Steht die wieder hinter mir? Was ist denn mit ihm? Ist doch nicht... Kann mir mal einer erklären, warum der kein tödliches... Ich habe nur genug Leben, ey. Ich denke, da blinkt immer alles, ey. Wie viel hält er denn aus? Hm.
glaube, ich habe letzte Mal auch gesagt, dass ich nicht einsehen kann, wie viele Filme ich noch habe oder welcher gerade drauf ist. Ich muss hier unten einfach auf meinen Dingen hier gucken. Da steht das nämlich, wenn ich das habe. Steht nämlich Filmtyp alles. Boah, 7er! Der Geist hat beim Verschwinden etwas zurückgelassen. Eine schmutzige Notiz, dreckige Notiz Nummer 3. Boah! Dieser Ort hat sich von einem Ferienziel für Touristen zu einem beliebten Ort für Selbstmörder gewandelt. Aber ich glaube, das war schon immer so. Dieser Berg und der Tod gehen Hand in Hand. Mikomori war einst als Hain der Priesterinnen bekannt. Ein heiliger Ort, an dem sie die Tode der Pilger beaufsichtigen und ihnen so ihren Übergang leichter zu gestalten. Das gefällt mir. Ich bin neidisch. Ich wünsche mir, jemand würde mich auch verabschieden. War das der Mann, der diese Notiz verfasst hat? Vielleicht finde ich oben etwas. Boah, ich habe mich, Alter. Ich habe mein Leben kaum so hart erschrocken. Ja, mein Fehler. Entschuldigung. Habe den Kopf nicht getroffen. Du hast einen Spiegelstein erhalten. Schwarzer Stein, der ein seltsames Licht abgibt, schützt, wenn deine LP ganz erschöpft wurden. Das heißt, wir werden dann wieder belebt, ein Glück. Wie viel Leben habe ich denn? Ja, das reicht noch. Mist, der Sonnenuntergang, es ist bezaubernd, der Berg wirkt, als würde er schmelzen. Vom Armbrot betörter Mann. Der springt doch, ne? Das ist doch der Typ. Ja sicher, das ist doch der von gerade. Geh doch mal weg. Das sind Hände.